Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Einen schönen guten Morgen, liebe Schwestern und Brüder. Der Advent steht vor der Tür. Eine Zeit der Besinnung, der Vorbereitung auf die Geburt unseres Erlösers und der besonderen Augenblicke des Schenkens. Die katholische Männerbewegung bittet heute um ihre Spende. Die Aktion Sei so frei widmet eure Spende den Bergbauern in Peru. Denen fehlt oft das Wasser. Davon redet auch Johannes der Täufer. Er tauft ja mit Wasser. Und der Messias mit dem Heiligen Geist. Und in den Lesungen werden wir oftmals zur Freude aufgerufen. Wer will, kann sogar mitzählen. Wie oft kommt das Wort Freude, freut euch vor. Herr Jesus Christus, dir wenden wir unser Herz und unsere Seele zu. Du bist der tiefe Grund unserer Freude. Herr, erbarme dich unser. Du schenkst uns das reine Wasser des Lebens. Christus, erbarme dich unser. Du bist die tragende Hoffnung und unser Heil. Herr, erbarme dich unser. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, sieh gütig auf dein Volk, das mit gläubigem Verlangen das Fest der Geburt Christi erwartet. Mache unser Herz bereit für das Geschenk der Erlösung, damit Weihnachten für uns alle ein Tag der Freude und der Zuversicht werde. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. In der ersten Lesung wird die Tochter Zion und die Stadt Jerusalems eingeladen zu außerordentlicher Freude und Jubel, denn der Herr, der Gott und König Israels, ist in ihrer Mitte. In der zweiten Lesung ruft Paulus die Gemeinde zu Freude und Dank auf, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe und relativiert die Sorgen des Alltags. Im Evangelium kündigt Johannes der Täufer den Messias an, der uns mit Heiligem Geist und Feuer tauft. Lesung aus dem Buch Zephania. Juble, Tochter Zion, jauchze, Israel. Freu dich und frohlocke von ganzem Herzen, Tochter Jerusalem. Der Herr hat das Urteil gegen dich aufgehoben und deine Feinde zur Umkehr gezwungen. Der König Israels, der Herr, ist in deiner Mitte. Du hast kein Unheil mehr zu fürchten. An jenem Tag wird man zu Jerusalem sagen: Fürchte dich nicht, Zion. Lass die Hände nicht sinken. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der Rettung bringt. Er freut sich und jubelt über dich. Er schweigt in seiner Liebe. Er jubelt über dich und frohlockt, wie man frohlockt an einem Festtag. Wort des lebendigen Gottes. Thank you.
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Philippi. Schwestern und Brüder, freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich, freut euch. Eure Güte werde allen Menschen bekannt. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage, betend und flehend, eure Bitten mit Dank vor Gott. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in Christus Jesus bewahren. Wort des lebendigen Gottes. Des Herrn ruht auf mir. Der Herr hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit fragten die Leute Johannes den Täufer: Was sollen wir also tun? Er antwortete ihnen: Wer zwei Gewänder hat, der gebe eines davon dem, der keines hat. Und wer zu essen hat, der handle ebenso. Es kamen auch Zöllner zu ihm, um sich taufen zu lassen, und fragten: Meister, was sollen wir tun? Er sagte zu ihnen: Verlangt nicht mehr, als festgesetzt ist. Auch Soldaten fragten ihn: Was sollen denn wir tun? Und er sagte zu ihnen: Misshandelt niemand, erpresst niemand, begnügt euch mit eurem Sold. Das Volk war voll Erwartung, und alle überlegten im Stillen, ob Johannes nicht vielleicht selbst der Messias sei. Doch Johannes gab ihnen allen zur Antwort: Ich taufe euch nur mit Wasser. Es kommt aber einer, der stärker ist als ich, und ich bin es nicht wert, ihm die Schuhe aufzuschnüren. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Schon hält er die Schaufel in der Hand, um die Spreu vom Weizen zu trennen und den Weizen in seine Scheune zu bringen. Die Spreu aber wird er in nie erlöschendem Feuer verbrennen. Mit diesen und vielen anderen Worten ermahnte er das Volk in seiner Predigt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los, Herr. Liebe Schwestern und Brüder, ich weiß nicht, ob ihr mitgezählt habt, aber in der ersten Lesung kommt gleich viermal im ersten Vers eine Aufforderung zur Freude. Juble, Tochter Zion, jauchze, Israel, freu dich und frohlocke von ganzem Herzen, Tochter Jerusalem. Viermal im ersten Vers schon. Der Prophet Zephania war Zeitgenosse des Propheten Jeremias und er kündigte einen schrecklichen Tag des Herrn an. So spricht der Herr: Ich werde alles zerstören, was auf der Erde existiert. Wegen der Untreue des Volkes, der Korruption, des Götzendienstes.
Die einzige Möglichkeit der Rettung sind die Armen der Erde. Ohne Macht und Reichtum setzen sie ihr ganzes Vertrauen auf den Herrn. Ein demütiger Rest des Volkes ist es, der die schreckliche Androhung abwendet, sodass der Tag des Herrn zu einem Tag der Freude und Wiederherstellung wird und nicht der Zerstörung. Obwohl Jerusalem zerstört wurde von den Babyloniern, aber es kehrte ein Rest des jüdischen Volkes heim und machte sich an den Wiederaufbau. Auch wir müssen ja sehr aufpassen, dass unser Turbokapitalismus nicht eine große Umweltkatastrophe herbeiführt, dass das, was einst materiellen Wohlstand und Segen gebracht hat, zum Fluch wird in der Erderwärmung. Und der Prophet ruft aber die Freude aus, denn die Juden, der Rest von ihnen kam aus dem babylonischen Exil heim, und so sagte er: Der Herr hat das Urteil gegen dich aufgehoben. Der König Israels, der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Lass die Hände nicht sinken, fürchte dich nicht, denn der Herr freut sich an dir. Er erneuert seine Liebe und bringt die Rettung. Diese Prophezeiung erfüllt sich dann 500 Jahre später, als der Retter geboren wird in einer armen jüdischen Familie in Bethlehem. Auch in der zweiten Lesung ist ein ähnlicher Aufruf zur Freude. Freut euch, noch einmal sage ich, freut euch, sagt der Apostel Paulus, der sich aber im Gefängnis befindet, eine ganz deprimierende Situation, aber er lässt sich nicht entmutigen, denn er weiß den Herrn nahe. Freut euch im Herrn zu jeder Zeit, denn der Herr ist nahe. Paulus denkt an die Wiederkunft des Herrn Jesus. Die ersten Christen hofften ja, dass Jesus bald nach seiner Himmelfahrt wiederkomme. Aber Jesus hat kein Datum angegeben. Später schreibt Petrus in seinem Brief: Für den Herrn sind 1000 Jahre wie ein Tag. In der Lesung fährt Paulus fort: Sorgt euch um nichts. Die Nähe des Herrn relativiert ja die Sorgen des Alltags. Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage, betend und flehend, eure Bitten mit Dank vor Gott. Wir sollen also in jeder Situation beten. Wir bitten ihn in unseren Nöten, aber wir sollen auch Dank sagen. Das griechische Wort, das Paulus verwendet für Danksagung, ist Eucharistie. Das heißt Danksagung und ist unser Wort für die Messe feiern. In der Messe danken wir für unser Leben, für die Erde, für die Arbeit, für die Freizeit, für die Familie, für das Essen und so weiter. Besonders aber danken wir für Jesus Christus, den Sohn, den uns Gott gegeben hat, damit er uns den richtigen Weg zeigt und damit wir ewiges Leben haben. Wir haben also insgesamt eine dreifache Ankunft, einen dreifachen Advent des Herrn in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft. In der Vergangenheit, vor 2000 Jahren, kam der Herr und wurde in Bethlehem geboren. In der Zukunft, einmal, kommt Jesus wieder am Ende der Zeiten, wenn er kommt, um die Erde zu richten und das Reich Gottes zur Vollendung zu führen. Aber auch in der Gegenwart kommt der Herr Jesus auf uns zu, in der Heiligen Messe, in der Eucharistie, auch in seinem Wort und in den Armen kommt er uns entgegen. So wird er auch heute gegenwärtig, wenn auch verhüllt. Im heutigen Evangelium begegnen wir Johannes den Täufer noch einmal. Er ist der Prophet des Advents, denn er ruft zur Umkehr auf. Der Herr ist schon ganz nahe. Manche meinten, dass Johannes selber der Messias sei, aber er gab ihnen zur Antwort:
Ich taufe nur mit Wasser. Er aber wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Die Taufe des Johannes war ja ohne Mitteilung des Heiligen Geistes, wie es dann später die christliche Taufe und die Firmung, die vermittelt den Heiligen Geist, die Taufe des Johannes noch nicht. Der Messias Jesus Christus, er gibt uns den Geist. Das Feuer erinnert am Pfingsten, als der Heilige Geist auf die Apostel niederkam in Feuerzungen. Aber das Feuer bedeutet ja auch das Gericht, das der Messias halten wird. Wie Spreu vom Weizen getrennt wird, so wird er die Guten von den Schlechten trennen. Was taugt, kommt in die Scheune, den Himmel. Was nicht taugt, die Spreu, wird er in nie erlöschendem Feuer verbrennen. In das Reich Gottes kann halt nur Gutes gelangen. Wenn es im Himmel auch Böses gäbe, dann wäre ja es nicht der Himmel. Und so fragen die Leute, was sollen wir also tun? Der Evangelist Lukas schreibt für Heidenchristen, also für Griechen oder Römer, und darum sind ja zwei Berufe aufgenommen, die mit den Römern zu tun haben, die Zöllner und die Soldaten. Und Jesus gibt zur Antwort, missbraucht eure Macht nicht. Ihr sollt die Armen nicht misshandeln, nicht ausbeuten. Es geht also um die richtige Ethik im Beruf. Egal, was wir für einen Beruf haben, wir sollen ihn im Guten ausüben und nicht missbrauchen. An alle aber richtet sich die Aufforderung des Johannes, wer zwei Gewänder hat, der gebe eines davon dem, der keines hat, und wer zu essen hat, der handle ebenso. Wir sollen also nicht nur von unserem Überfluss geben, sondern auch das Notwendige teilen. Das klingt radikal, ist aber auch irgendwie einsichtig. Denn wenn Gott mit uns teilt, dann sollen wir auch miteinander teilen. Gott kommt ja auf uns zu und wird in Jesus geboren. Er nimmt an unserem Leben teil, damit wir am göttlichen Leben teilnehmen können. Wenn also Gott mit uns teilt, dann sollen auch wir mit unseren Schwestern und Brüdern teilen. Amen. Bekennen wir unseren Glauben an das Kommen des Herrn. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage aufgestanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Guter, allmächtiger Gott, du hast uns gesagt, alles, worum ihr mich bittet, wird euch gegeben werden. Darum treten wir voll Vertrauen vor dich hin. Wir bitten dich. Begleite uns in deiner Liebe auf dem Weg durch den Advent hin zu Weihnachten. Wir bitten dich, erhöre uns. Öffne unser Herz immer wieder neu für andere Menschen, besonders für jene, die wir mit unserer Sei so frei Adventssammlung unterstützen. Wir bitten dich, erhöre uns. Schenke den Menschen in Peru und auf der Welt
die von Hunger und Durst bedroht sind, das Wasser des Lebens. Wir bitten dich, erhöre uns. Bewahre die Menschen vor Umweltkatastrophen, damit ihre Arbeit nachhaltig Frucht bringt. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten für unsere Verstorbenen, die heutige Messintention, Holzer Familie, für verstorbene Schwiegereltern und alle armen Seelen. Sterbetag haben Alois Wansch, Johann Aumeier, Franz Bauer. Herr, schenke ihnen eine ewige Wohnung bei dir. Wir bitten dich, erhöre uns. Du Gott der Liebe, du möchtest unter uns erfahrbar sein durch unsere praktische Hilfe füreinander, durch unsere Anteilnahme und unser Verstehen. Hilf uns zu tun, was in unseren Kräften steht. Darum bitten wir dich, der du lebst und herrschst in alle Ewigkeit. Amen. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, in dieser Feier erfüllen wir den Auftrag deines Sohnes. Nimm unsere Gaben an und gib deiner Kirche die Gnade, immer und überall sein Opfer zu feiern. Schenke uns durch dieses Geheimnis dein Heil, das du der Welt bereitet hast. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist für euch. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Von ihm redet die Botschaft aller Propheten. Die jungfräuliche Mutter trug ihn voll Liebe in ihrem Schoß. Seine Ankunft verkündete Johannes der Täufer und zeigte auf ihn, der unerkannt mitten unter den Menschen war. Er schenkt uns in diesen Tagen die Freude, uns für das Fest seiner Geburt zu bereiten, damit wir ihn wachend und betend erwarten und bei seinem Kommen mit Liedern des Lobes empfangen. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Thank you.
Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Manfred und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, beten wir um das Kommen des Reiches Gottes. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden.
der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Gebt einander Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Als Johannes der Täufer Jesus kommen sah, sagte er: Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Thank you.
Lasset uns beten. Lebendiger Gott, wir danken dir für diese Feier, in der du uns mit deiner Kraft gestärkt hast. Lass unsere Sehnsucht nach dir nicht verkümmern. Gib uns wachsame Augen für das Unsichtbare, damit es in unserem Herzen sichtbar wird. Wenn wir füreinander da sind, machst du deine Liebe begreifbar. Stärke und erhalte uns auf diesem Weg. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Die Wochenordnung. Am Mittwoch ist wieder Aussetzung und stille Anbetung um 18.30 Uhr, um 19 Uhr Heilige Messe. Am Freitag ist um 8 Uhr Weihnachtsgottesdienst der Volksschule. Heute ist um 16 Uhr das Weihnachtskonzert des Musikvereins in der Kirche. Anschließend wird zu Getränken und Imbissen am Kirchenplatz eingeladen. Der Stammtisch für pflegende Angehörige findet am Mittwoch um 19.45 Uhr im Gemeindeamt statt. Der Mittagstisch ist am Donnerstag wieder in Oberndorf. Zur Wort Gottes Segensfeier, Weihnachten ohne dich, am Samstag um 19 Uhr in unserer Pfarrkirche sind besonders jene aus unserer Region eingeladen, die Weihnachten in diesem Jahr ohne einen geliebten Menschen feiern. Am Samstag findet die Kaltenberger Adventroas, eine Fackelwanderung rund um Kaltenberg mit Standlmarkt statt. Beginnt es um 18.30 Uhr mit einem Kirchenkonzert und Mundartgedichten. Der Erlös wird zur Gänze gespendet. Pfarrer Martin wird nächsten Sonntag um 9.15 Uhr und am 25.12. um 7.30 Uhr die Heilige Messe mit uns feiern. Beicht- und Aussprachemöglichkeit ist am nächsten Sonntag von 14 bis 16 Uhr bei Kurat Josef in der Kirche. Heuer widmet sich Sei so frei den Kleinbauernfamilien in den Bergen Perus. Ihr Leben ist geprägt von Entbehrungen und harter Arbeit. Die Felder an den steilen Hängen werden mühevoll von Hand bestellt. Trockenheit bedroht die Ernte. Viele Kinder sind unterernährt. Sei so frei hilft, dringend benötigte Wasserspeicher zu bauen. Damit kann die Trockenzeit überbrückt werden. Eines von vielen Projekten begleitet die Bergbauernfamilien bei der Umstellung auf biologische Landwirtschaft. Diese Starthilfe ermöglicht Selbstständigkeit und sichert Einkommen. Helfen wir diesen Advent gemeinsam den Bergbauernfamilien. Ein vergelt's Gott im Voraus. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige, gerechte und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Einen schönen Sonntag. Geht hin in Frieden und Freude.